herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu C3. Heute fahren wir eine kleine Runde nach Norden, denn die Strecke Hamburg-Hannover ist wieder ein Stück gewachsen. Und zwar fahren wir heute den Metronom 81686 nach Hamburg Hauptbahnhof. Allerdings diesmal aufgrund der noch nicht fertiggestellten Strecke nur bis nach Bardowick. Bis dahin ist weitergebaut worden, an Uelzen dran. Wir befinden uns aktuell in Uelzen Güterbahnhof. Da sind wir hier zwischengeparkt worden. Beziehungsweise standen wir hier vielleicht schon über Nacht. Wir haben es ja 6.39 Uhr. Und deswegen würde ich sagen, machen wir hier. Wollen wir mal abfahren. So. Ausfahrt haben wir mit 80. Zugbeeinflussung. 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 Und dann fahren wir mal nach Uelzen himself rein. Wir fahren auch auf Hauptsignal raus, das heißt, wir sind keine Rangierfahrt. Wir fahren hier schon gleich als Zugfahrt raus. Beziehungsweise wirklich rangieren ist in Zuse ja noch gar nicht umgesetzt. Das ist ja hier bei Uelzen aus dem Metronomwerk auch so pseudo. Und da steht ein Doppelstockzug der Deutschen Bahn. Sifa. Auf der Seite steht noch ein Metronom. Weil wir jetzt nicht ganz so viel Zeit verschwenden wollen, drücke ich mal kurz F4. Weil wir hätten hier jetzt sonst noch 10 Minuten Standzeit gehabt. Fahren wir jetzt auch mal auf der Seite von Uelzen hier weg. Haben wir ja auch, glaube ich, noch überhaupt nicht gehabt. Türschließsystem ist TAV. Wir sind 207 Meter lang, haben 165 Bremshundertstel, 478 Tonnen Gesamtmasse, eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Hört die Türen schließen. Und dann dürfen wir los. Ausfahrt. Ausfahrsignal ist grün. PZB zwingt uns noch unter 25 km/h zu bleiben. Aber Ausfahrt ist dann mit 80. Richtung Hamburg. Zugbeeinflussung. Mal auch beschleunigen. Ja, wir fahren mit. Ich glaube, es sind 7 Doppelstockwagen. Also ja, doch eine ganze Menge. Da gehen schon gut was an Leute rein. Und ich finde dieser Steuerwagen von den Sounds her ist der echt geil. So.
Nächster Halt ist Bad Bevensen. Und wir sind über einen anschließenden weichen Bereich drüber. Gas geben. Da ist sie am Evo-Line markiert. Hier steht auch nochmal die Zugdaten. Taste dran kommt. So. Fis gibt's noch nicht. Oder ich habe es zumindest noch nicht hingekriegt. Wenn die Zugnummern gibt, kommen halt keine Ansagen, weil es wahrscheinlich noch nicht implementiert ist. Schade ist auch, dass der fiktive Fahrplan noch nicht das Badoweg erweitert wurde. Weil dann hätte man gleich noch den schönen neuen Führerstand der 181er zeigen können. Sie sind im Fahrplan ja verbaut. Hier war früher mal ein Bahnhof, das sieht man auch, an den Quertragwerken und dem dritten Gleis, also dem Oberbau des dritten Gleises. Und jetzt sollten wir bald auch mal in die LZB aufgenommen werden. Am nächsten Bereichskennungswechsel. Da ist er. Und dann sind wir LZB geführt. Da kommt 120 und 101 entgegen. Und wir sind bald schon in Bad Bevensen. Ah, da kommt schon die Ankündigung, der Fahrdienstleiter ist so nett und lässt uns hier auf Hauptsignal bremsen. In der LZB ist es ja im Normalfall angenehm, im Steuerwagen gibt es keine AFB, hier bremsen wir selbst. Aber dann ist zumindest eine Bahnhofsverpeilung ausgeschlossen. Thank you.
Sounds sind einfach wirklich geil. Noch ein bisschen stärker. Bad Bevensen. Oh, ein bisschen weiter müssen wir noch. Die Bremse noch ein bisschen schwächer sein können, aber passt schon. Türfreigabe. 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 Ja, statt der Jol-Sole-Therme, was auch immer das sein soll. Ist wohl was Besonderes. Und nochmal warten, bis der Fahrgastwechsel abgeschlossen ist. Abfahrt. Kommt der ICE. Sind ja hier im Fahrplan 2017. Überlegen. 3 Jahre ist das schon wieder her. Oh, nächster Halt ist Bielbüttel. Generell ist das hier eine relativ flache Strecke. Und auch vor allem finde ich, ist es mit einer der abwechslungsreichsten im ganzen Zuse, weil hier alles aus schnelleren Fernverkehr, Regionalverkehr und auch Güterverkehr.
Strecke wird ja aktuell weitergebaut bis Hamburg-Harburg. Da bin ich auch mal gespannt. Es sind ja schon im Zusi-Forum ein paar Bilder zu sehen. Auch vor allem aus Maschen, das ist wohl wieder ein schön aufwendiges Stück. Denn Maschen ist ja Deutschland und Europas größter Rangierbahnhof. Und ich glaube weltweit sogar der zweitgrößte. City. Ja, war noch ganz gut schnell hier. Oh, also ein bisschen weit. Aber wir stehen an der Haartafel. Ausstieg dann bitte nur in den hinteren Wagen. Weiter geht's. Table to the table. Na, bin ein bisschen erkältet. Hört man vielleicht, aber zum Fahren schickt. Nächster Halt ist Lüneburg. Das ist dann wahrscheinlich auch mal wieder ein Ort, den man kennt. Das sind aber nur 10 Kilometer. Wind.
Flughebel, to the table. Na, fahren und schwätzen gleichzeitig und auf die Landschaft gucke, ist ein bisschen viel immer noch beim Kommentieren. Aber dann sieht man hier auch immer mal schön, dass die Systeme alle funktionieren. Dafür ist der Simulator hier da. Lärmschutzwand. Ja, das rechts ist Deutsch Evan. Hier mit einer schönen Brücke aus Tropenholz, soweit ich weiß. Weil es billiger ist als der deutsche Holz. Was eigentlich auch eine Schande ist, aber naja. Und das sind schon die 110 von Lüneburg angekündigt. Ja, da haben wir schon gleich der Halt. Und da kommt die Bremskurve. Jetzt müssen wir 700 Meter Bremspunkt erwarten. Wir schmeißen schon mal die erste Bremsung hier rein. Hier oben kommt die Strecke aus Richtung Gorleben, wo immer die Castortransporte lang gefahren sind. Da waren schon Euroballisten. Denn hier ab Lüneburg geht das dritte Gleis nach Stelle. Und da hat sich die Deutsche Bahn ja, dadurch, dass sie sich das mit EU-Geld subventionieren lassen hat, eine ETCS-Strecke eingehandelt. Und das ist natürlich halt entsprechend dann auch verbaut. Obwohl der Einstieg eigentlich hinter Lüneburg liegt, weil die Bahn kein Bock hatte, den Bahnhof hier noch mit auszustatten. Da rechts Parkhäuser. Metronom, das ist wahrscheinlich hier diese Regionalbahn ähnliche nach Hamburg. So, wir sind anderthalb Minuten zu früh. Auf dem Teilstück hier, da sind irgendwie ein paar Fahrplanreserven eingebaut, habe ich das Gefühl. Dann bleiben wir mal hier stehen. Türfreigabe. Eine freie Kamera gibt es, glaube ich, in dem Sinne nicht. Sonst würde ich mal ein bisschen hier rumfliegen, aber haben wir nicht. Wir haben nur unsere 146.2. Und die Doppelstockwagen dran können wir ja gerade mal zählen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
da drüben. Da haben wir auch ein Metro drum. Der ist aber ähnlich lang. Was sieht's nicht ganz? Beste Grüße von Emma. Und da haben wir auch Abfahrt. Abfahrt. Oh, Lüneburg. Das ist Ausfahrvorsignal und Zwischensignal. Außer wenn wir ins Gegengleis fahren, dann wäre das das Ausfahrsignal. Hier müsste man zum Beispiel rüber, um ins dritte Gleis zu kommen, was wird in die Richtung halt kaum benutzt. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das planmäßig überhaupt genutzt wird. Das fungiert ja eigentlich nur in die andere Richtung als zusätzliches Gleis, weil das einfach beschissen geplant ist. Aber das liegt ja an den Idioten von dem Debattierclub hier im Norden, also von denen halte ich ja überhaupt nichts. Ausbauverweigerer. Wegen solchen Menschen ist der Nahverkehr und Fernverkehr in Deutschland so, sagen wir mal, suboptimal. Genau wegen solchen Idioten, die diese Baumaßnahmen hier so weit verzögern. Oh naja, da waren auch gerade ein paar Europa gewesen. Also, ja, die waren wahrscheinlich wegen dem Fugaufbau zum GSMR. Hier wird der Level 2 verlegt. Und dass hier halt im Prinzip dann diese Fugverbindung wieder abgebaut wird, weil wir fahren ja nicht mit ETCS-Gleis. Das bleibt ja erstmal eine Insel da drüben. Auf dem dritten Gleis da links. Aber passt schon. Da haben wir den Halt. Oh, schnell nicht mal noch hoch. Die Gegenrichtung sieht man auch, dass NE14 dran angebracht sind. In Badovik aber keinen Halt. Ja, der Metronom ist gezwungen, aufs dritte Gleis zu fahren. Da gibt es keinen Bahnsteig oder Gleiswechsel für Badovik. Was ich nochmal testen müsste, ist, ob in der Gegenrichtung das ETCS in dem Sinne sogar funktioniert schon. Müsste man mal mit dem Wiederzug, mit Vectron vorne dran oder sowas machen. Wir sind ja ETCS-fähig. Die Vectron ist, glaube ich, die einzige ETCS-fähige Lokomotive. Soweit ich weiß. Kann mich natürlich täuschen, aber ja, ist ja gut als ZB. Ruhig. Türfreigabe. Wunderbar.
war 10% vom Max-Überschreitung einmal, ja, das war hier. Und einmal meinte, dass ich die Türfreigabe vergessen. In Bienenbüttel. Ah ja. Naja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.